Kaninchen. Nicht auf meinem Rücken. Christian, du darfst die Brille jetzt abnehmen. Gott auf. Was steht da? Was zur Hölle steht da? Mein erstes Tattoo. Huch, das ist falsch geschrieben. Oh. Jetzt schon. Megan, can you recognize? Was steckt dahinter? I do believe he stitched me up. Ich war mir sicher, dass er mir eins reinwirkt, also musste ich auftrumpfen. Habe ich es übertrieben? That wasn't a good idea. Tut mir leid. Ach du Scheiße. Ich bin buchstäblich angeschissen. Nee, nicht ganz. Rihanna hat sie angeschissen. Buchstäblich. Und auch noch farbig. So, Rihanna, welche Geschichte steckt dahinter? Basically, Kiara hat mit einem Ex zum ersten Mal Analsex ausprobiert. Und danach überall hingekackt. Oh. Na wunderbar. Oh, verdammt. Was bedeutet das Tattoo? Er ist der beliebteste Mann auf Dating-Seiten. Das wollte ich verewigen. Marschgeweih. Was sagst du dazu? Ist okay. Du darfst die Brille jetzt abnehmen. Hier, Goggles! Ist das eine Peitsche? Was soll das, du Arsch? Das ist riesig. Scotty, erklärst du uns, was dahinter steckt? Benny has been in a relationship on and off. Zwischen Benny und seiner Freundin geht es seit 3 Jahren ewig hin und her. Was auch passiert, er hält immer zu ihr und glaubt nur ihr und nicht mir. Er lässt sich total dominieren. Warum sollte er dir glauben, nachdem du was mit seiner Ex hattest? Wie geht's dir, Benny? Ich schätze, es könnte schlimmer sein. Ob es deiner Freundin gefällt? Sie wird's lieben. Kerl. Nettes Arschgeweih. Was bedeutet das Tattoo? Er steht auf Mädchen. Scheiß Stelle. Auf junge Hündchen. Er steht auf junge Mädels? Das soll dich erinnern. Keine Minderjährigen. Von welchem Alter reden wir? 17. Er steht auf junge. Tun doch alle. 16? So jung nicht. Ach. Ich fühle mich mies. Echt mies. Ich drehe mich nicht um. Oh mein Gott, Kauf! What the f***? What the actual f***? Verdammt, was hast du getan? Oh mein Gott! Was steckt dahinter? She nonstop moans about her ears. Sie jammert ständig über ihre kleinen Ohren und beklagt sich, ich würde ihr nichts kaufen. Jetzt hat sie große Ohren und schöne Diamantohrringe. And she's got some nice diamond earrings. Die sind riesig. Ich ertrag den Anblick nicht. Was ist das? Yeah.
Sexguide. Echt jetzt? Okay. Du brauchst Nachhilfe. Ich hasse dich. Es gefällt dir wohl nicht. Nein. So, ich... Heißt das, sie ist schlecht im Bedroom, like? So ist es. Woher weißt du das? Hat mir eine gesteckt. Eine Ex. Everyone's Ex. Das würde doch jede Ex-Freundin sagen. Just what an Ex says. Du magst doch Hähnchen. Nicht auf meinem Rücken. Christian, ernsthaft? Du heulst? Sieh dir mal meins an. Was haben wir getan? Christian, can you just erklär uns, was dahinter steckt. When Megan left high school. Megans erster Job nach der Highschool war bei KFC. Sie hat es gehasst und gekündigt, aber ihr nächster Job war wieder in einer Hähnchenkette. Du darfst die Brille jetzt abnehmen. Was zur Hölle ist das? Eine Kartoffel? Das ist doch nicht witzig. Auf der Couch. Du. Wenn ich abends von der Arbeit nach Hause komme, sitzt du immer noch auf der Couch. Nichts ist geputzt, meine Wäsche nicht gewaschen. Wasch deine Wäsche selbst, du Trottel. Die kocht. Eine Kartoffel. Komm, setz dich. Obwohl, dann sehen wir aus wie die Kartoffel auf deinem Rücken, oder? Du musst dich mal behaupten, Alter. Ja. Die trampelt einfach auf dir rum. I just can't stop. Ich finde die Kartoffel total niedlich. Ich kann gar nicht wegsehen. Give it a little hug.